Yo guys, what's up? This is the Blue Gangster One Max with the 10th part of Lightning Returns. What up? So, ich schreibe mir diese Dinge normalerweise nicht auf, aber gleichzeitig vergesse ich es irgendwie nicht. Und zwar müssen wir jetzt noch die anderen Kaktoren aktivieren, die zwei hier. Wir können jetzt in die Ruinen rein, dank Fang. Und wir können dieses Item, was der kleine Junge da drin braucht, holen. Und weil wir um 18 Uhr, ja, das habe ich auch noch im Kopf, sowieso in Usenam sein müssen, stoppe ich von Anfang an die Zeit. Ganz einfach. Apropos, wo ist Fang? Ah, die ist hinter mir. Genau. Die müssen wir auch ausrotten. Los geht's. So. Na. Ah. Ernsthaft. Weg. 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 Was habe ich noch zu oft? Weg. Weg. Ich hätte es eigentlich direkt verkaufen sollen jetzt. Rundumschlag Stufe 1, bitte hör auf. So. Das müsste fürs erste reichen. Wir wollen nicht zu viel Zeit damit verschwenden. Wohin sollen wir? Wohin? Achso, da nach hinten. Ne. Das machen wir später. In die Ruine gehen wir später. Da gibt es noch Kleinigkeiten, die wir davor erledigen müssen. So. Wieder der da. Mindestens 10 Stück. Mit Fang sollte das ja eigentlich einfacher sein. Sehr schön. Weitermachen. So, sehr gut. Komm schon. Angreifen, ja. Sorry. Zum Glück habe ich mich geschützt. Na komm, hopp. Okay, weiter geht's. Ja, whatever. So. Sehr schön. So, geht doch. Ich hätte direkt die Beste einsetzen können. Ich krieg doch von dem eh auch viel EP. Ich Vollidiot. Ich bin zu sehr an eine höhere Schwierigkeitsstufe gewöhnt. Wo sind wir denn jetzt genau? Ah, da hoch müssen wir. Ich weiß nicht mehr genau, wo dieses Item war. Vielleicht kriegen wir das auch später irgendwann. Das Ding ist, es liegt irgendwie so frei herum. Das hat nicht wirklich so einen festen Platz. Deswegen. Aber es ist ungefähr hier in der Nähe, so hier. Also nicht jetzt irgendwie da unten oder da unten. Auf keinen Fall. Hier in dem Bereich. Jetzt gehen wir sogar falsch herum. Weil ich glaube, das war hier. Da ist es doch. Da ist es. Ich öffne jetzt nochmal die Karte, weil das ist echt schwierig. Hier, Atmos Sanse. Hier. So, genau, Gutachterlupe. Genau, die haben wir gebraucht. So, jetzt gehen wir da hoch. Da sollte es eigentlich nichts geben. Aber... EP-Fähigkeiten. So. Jetzt gehen wir mal erstmal hier den... Ah, ein Exer. Eidechse. Aha, immer diese unbewerteten Objekte, komm schon. So, Nummer 1. Hier müssen wir aber noch nicht rein. Und Nummer 2, wo ist denn das? Da unten. Ja komm, da laufen wir jetzt noch. Obwohl, nee, wir teleportieren uns zum... Referenzsiedlung. Was war's denn jetzt? Ich glaube, das war's.
diese 13-2-Mucke, aber die passt hier schon noch gut rein. Obwohl ich sie echt komisch fand. Ja gut, dann können wir den Kleinen auch gleich sein Spielzeug da abgeben. Dann hätten wir das erledigt. Hast du schon alles erledigt? Alter, ist der gerade schnell weggerannt. Falsche Person. Falsche Richtung. Da ist er. Ja. Ja. Nee, ich will es nicht wegdrücken, aber es ist. Dad, never mind that. You want it back? Fine. I'll talk if I have to. But he was also. Ja, gut, er hat sein Dings zurück. Wen juckt's, worum es geht? Sorry, aber das ist echt unnötig. Es hat nichts mit der Story zu tun. Es ist nur eine Side-Side-Story. Also nicht wirklich was, was euch interessieren sollte. Und falls ihr euch das selbst zockt, könnt ihr das noch gern durchlesen und sonst was. Ihr könnt auch gerne auf Stopp drücken, deswegen skippe ich es ja nicht komplett. Aber ich habe das jetzt schon so oft gelesen und so oft durchgemacht. Sorry, guys. So, wir gehen da hoch und dann hier rüber zu dem Kaktor. Sehr gut. Wenigstens mal einen Plan. Und ich habe bis jetzt immer noch. Oder habe ich eine Zustands. Nein. Ich habe bis jetzt noch nicht eine Zustandsveränderung bekommen. Deswegen kann ich diesen einen Trank da von dieser Zauberhexe da. Ihr wisst wahrscheinlich, wenn ich meine, die Trank-Tussi von Yusnan. Ich kann der ihre Mission nicht erfüllen, weil mir keiner eine Zustandsveränderung schiebt. So. Das sieht ziemlich schlecht aus mit dem bis 18 Uhr. Wahrscheinlich wird das erst im nächsten Part dran sein. Ich will ja nicht schnell schnell machen, aber langsam langsam auch nicht. Es ist so. Ja, wie soll ich das halt? Keine Ahnung. Ich will halt nicht so schnell wie möglich dahin. Weil, machen wir es mal andersrum. Ich will nicht, zu spät dort sein, dass ihr jetzt die ganze Zeit warten müsst, ja. Was passiert denn jetzt endlich in Yusnan? Der war jetzt schon vor Parts dort und er hat das immer noch nicht aufgeklärt. Das will ich nicht. Aber andererseits will ich auch nicht so schnell machen, dass ich jetzt andere wichtige Dinge außer Acht lasse. Weil das muss man sich echt gut einteilen hier in dem Game. Das, es ist, hier müsst ihr halt jede Chance nutzen und jede Minute sozusagen, die ihr hier habt. Weil das, so funktioniert das Spiel einfach. Krieg ich jetzt endlich eine Zustandsveränderung? Ach komm. Hätte ich doch nicht gebraucht, dich Idiot. Ja, ja, whatever. So. Gut. Weiter geht's. Sind wir noch richtig? Ja, geradeaus durch. Gibt's hier nicht ein Item? Doch. Dass ich das noch im Kopf habe. Kristallmedaille. What? Da ist noch einer. Komm, gegen den benutzen wir. Obwohl, ich guck mal, ich lasse mich jetzt mit Absicht ein bisschen so schlagen, um zu. Nicht so. Um zu sehen, ob ich eine Zustandsveränderung bekommen kann. Nicht gegen solche Angriffe. Na komm. Du bist doch gleich wieder in Schock. Was geht mit dir falsch? Na. Muss man dir auch irgendwie andere Zustände schieben. So, jetzt. Komm. Mach irgendwas. Zustandsveränderung, bitte. Also der ist eigentlich der von allen, der euch am... Die größte, genau... Jawohl. Jawohl, so jetzt, Gottes, nein, das war der nicht. Nektar. Bei einer Zustandsveränderung. So, habe ich das jetzt eingenommen? Ja, ich hab's. Gut. Jetzt bist du weg. Ich kann nicht angreifen. Gangster. Ja, dann machen wir es so. Verreck. Die kriege ich hier wieder zurück.
Und falls ihr das seht, für jeden Angriff, den er Schaden verliert, kriegen wir ein bisschen Plus. Obwohl wir vergiftet sind, gebt euch. Das geht runter und hoch gleichzeitig. Egal, das war's. So, wieder 9, sag ich doch. Und noch eine Wüstenrose, sehr nice. Das ist eigentlich auch unwichtig. Aber ihr könnt euch das durchlesen, wenn ihr unbedingt wollt. So, das hier ist nicht das, was ich gedacht habe. Das ist gut. Und noch einer. Und wieder platt machen. Aber diesmal beeile ich mich wirklich, weil wir sollten echt nicht zu viel Zeit damit verschwenden. Ja, Lightning vielleicht erstmal in seine Nähe. Um so dumm Attacken treffen zu lassen, ist doch echt peinlich. Komm schon. Mal gucken, ob das reichen wird. Also im Schockzustand ist er schon mal. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Dafür hat er zu viel Leben. Nee, das reicht echt nicht. Egal. Oh. Hat doch gereicht. Okay. Sorry. Also ich habe mich jetzt bei dem Monster entschuldigt, weil ich ihm irgendwie verarscht habe, ohne es zu wissen. So, jetzt müssten wir alle haben, die hier sind. Oder? Ja, ja, okay. Gut, jetzt können wir hier hingehen. Das ist viel wichtiger. Also nicht, ja, hier müsst ihr auch hin, denn hier kriegt ihr eine Energieeinheit. Das braucht ihr für eine spätere Mission. Das ist sehr, sehr wichtig. Die nicht direkt von hier oben holt, sondern erst später irgendwo anders. Und so weit ist dann, denn das wird es echt hinauszögern. So, und jetzt seht, wir sind hier davor und das ist abgesperrt. Aber wir haben ja einen Teil davon behalten, also können wir das hier einsetzen. So, jetzt können wir... Und hier drin kommt eigentlich auch nur die Riesenmonster, das wir gerade besiegt haben. Aber ich glaube, wir haben zu wenig von denen hier gekillt. Sorry, Fang, aber da... So. Und dann kriegt ihr hier lauter... Geschichten. Echsen. Monster. Die machen wir schnell fertig. So. Drei mehr von der Sorte. So, und dann kriegt ihr dieses Item. Genau. Das ist nämlich das Wichtigste hier. Das ist für eine Mission. Dann gibt es hier eigentlich noch... ja, wie gesagt, von denen solltet ihr sehr viele sammeln. Und ich krieg nur unbewertete Objekte. Fragt mich nicht, wieso... So. Ja, whatever, du bist sehr stark. Ich hab sowas von Angst von dir und tschüss. Gut. Dann hätten wir das auch erledigt. Und dann gibt's hier wieder so eine EP-Truhe. Ja, Fee sind weg, wir haben dieses Ding. Sollte es hier nicht noch eine Energie oder sowas? Nö, scheint nicht so. Auf jeden Fall ist es aber sehr wichtig, gerade wegen diesem Item hierher zu kommen. Und dann noch dort, wo ich euch von den Kaktoren... Warum mache ich nicht gleich so? Ja, da braucht ihr auch einen Crux. Die meisten findet man davon, wenn man sie sich noch nicht kaufen kann. Und in den Ruinen. Wieder so ein Viech. Wie gesagt, es kommt zwar scheiße die ganze Zeit Kampfunterbrechung, die, als sie da sind. Macht es sofort. Flüchtet nicht und später müsst ihr sie erledigen und bla bla bla. Das ist eine, obwohl, auch wenn ihr es nicht glaubt, das ist mindestens dreimal so viel Zeit wie wenn ihr sie direkt erledigt. Es ist einfach so. So, da, wir könnten uns teleportieren, aber ich will lieber durchlaufen, weil ich denke, hier finden wir noch 1, 2 Items. Außer kriege ich meine EP so wieder zurück. Zeit stoppen will ich nicht wirklich,
weil es sollte schon mal bald 18 Uhr werden, so. Ich meine, wir haben den Part erst angefangen, wir haben nicht mal halb eins, halb zwölf. Wie viel war das jetzt? Keine Ahnung. War da jetzt 11.30 Uhr oder 12.30 Uhr? 11.26 Uhr, okay. Gut. Jetzt sind wir hier. Da können wir jetzt durchlaufen. Hier hinten sollte es eigentlich nichts Besonderes geben. Da ist ein Monster, einer von der Sorte. Gut. Das machen wir schnell. Fang, ernsthaft. So, und weg bist. Hoffentlich habt ihr nicht vergessen, wie man den besiegt. Ich hab's euch ja schon mal erzählt, wo wir hier reingekommen sind. Also in diese Wüste hier. Einfach blocken, sobald er direkt vor euch ist. Und dann habt ihr automatisch einen Schockzustand. So. Da hinten war jetzt noch ein Viech, aber auf das kacken wir jetzt mal. Denn ich will mal gucken, ob ich hier nicht irgendwas vergessen habe. Ah, da ist einer. Sehr schön. Dann brauchen wir für diese Kaktorenebene, die hier ist, dieses Oasenleuchtturm, genau wo dieser Oasenleuchtturm ist. Da werdet ihr nämlich noch eins brauchen und du bist nicht hoch genug gesprungen, du Idiot. Und hast dir selbst eine Sackgasse gebaut. Gut, wenn du nicht hochspringen willst, dann... So. Alles klar. Da oben ist nichts mehr. Da oben. Na komm, Lightning. Nope. Gut. Besser so. Und Attack. Sehr schön. Haha. Die EP sind auch bald wieder voll. Um wie viel Uhr habe ich diesen Part eigentlich angefangen? Also ich meine jetzt diese Ingame-Zeit da. Ah, wir müssen nach unten. Dann können wir direkt hier hingehen. Genau, verfolgen wir einfach den Pfad. Hier auf dieser Map. Ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe, weil ich habe ja gesagt, hier gibt es das stärkste noch die zwei stärksten nicht storymäßigen Monstern im Game, aber alles storybedingt. Den ersten, den Schwächeren, bekommt ihr, wenn ihr so viele Missionen geschafft habt, sag mir mal, wenn ihr so gut wie alle Missionen geschafft habt, bevor der letzte Tag eintritt. Also auch neben nicht nur Hauptmission, weil Hauptmission alleine wäre zu wenig. Und natürlich auch diese magische Mundstafelmission. Der nächste Endboss hier ist eine Mission, die ihr von einem Typen kriegt, der unten in den Ruinen ist, und der ist gerade nicht einfach zu finden. Wenn ihr ihn von 0 auf 100 findet, dann gibt es Leute, die schlagen sich damit rum. Die machen sogar YouTube-Videos, wie man am schnellsten zu dem kommt, weil das ist echt kompliziert manchmal. So, jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir hier rein, machen mal ein bisschen Story, ihr wisst es. Und hier wird später ein Kaktor sein, der euch... Okay, das gehört zu dem anderen Monster, aber... Nee, kein Bock auf dich, sorry. Lass mal reingehen. So, Story, yay! Du da. Time to let loose, Lightning. God, it's been ages since I've had some fun. Let's make this worth it. Fang, there's one thing I need to know. Why would you want to summon the souls of the dead? What exactly are you planning on doing with the Clavis? Me? I'm not the one who wants the damn thing. I wouldn't even know what to do with it. It's Vanille who needs it. For some reason, when we woke up from the crystal, she picked up some strange new ability. Now she hears the voices of the dead.
She says she can pick up on all the feelings of those souls that are trapped in the chaos. According to her, it's like listening to 1,000 different voices all crying out at once. And she's the only one who can hear them. Or something. And that power is exactly why the Order became interested in her. If Fenil gets that holy clevis, and she uses it, she should be able to call all those souls to her. So the Order plans to gather all the souls of the dead? Why? To save them? Come on, it's me you're talking to. No need to play stupid. You ought to know. You're here under their orders, aren't you? High and mighty savior. I wouldn't assume anything if I were you. I'm not here for the Order. It seems like you don't see eye to eye with them, though. Care to share? That's a story for later. Come on, we're wasting time we don't have. If the Seculars snatch up the clavis first, I'd never forgive myself. There's a place I want to check out first. A door. So, endlich musste mal Mike die Klappe halten. So, und jetzt hier, so ist eine Ruine aufgebaut. Und da habt ihr schon gesehen, der erste Ruf der... Hier sind auch andere Monster unterwegs, zum Beispiel. Okay, das sind nicht andere Monster, aber gut, dass die auch hier schneller ausrotten. Und erkennt ihr diese Musik? Viel zu schnell. Ich sollte nicht so krank sein. Gut. Da. So. Weil wenn man jetzt nämlich drauf geht, hat man die ganzen oben. Man kann sich direkt hoch teleportieren. Wie zum Beispiel zum Bahnhof. Und dann haben wir hier noch drei, die in den Ruinen sind, um zwischen denen zu switchen, weil die Ruinen insgesamt zu groß sind. Da hinten ist ein Item. Das ist immer so ein Spiel von diesen Ruinen von wegen... Hier, Absperrung, Item, du musst gucken, wie du in den Raum kommst und dann hilft dieses einmal außen rumlaufen, aber leider nicht. Dann musst du irgendwie dreimal um jede Ecke und dann irgendwie durch eine spezielle Tür und erst dann kommt man in diesen Raum. Also sieht zwar leicht aus, ist aber kompliziert. Das hier war jetzt noch einfach, ist mir jetzt runtergesprungen und sich gedacht, wo ist Item? So. Aber wenigstens... Oh. Remember the details of each door. This kind here is what we call a time door. You've got to be careful around these things. It'll open on its own, or close with you inside. All based on the time of day. Even that route that we just came along will be sealed off at a different time of day. You could end up having to take the long way around or get sealed in the ruins. Jetzt habt ihr verstanden, hoffentlich verstanden, was hier so kompliziert ist. Da können wir nicht durch, da hätten wir jetzt lange warten müssen. Und hier ist die Tür leider auch verschlossen, das heißt, da können wir erst gar nicht hin und das wollen wir eigentlich auch gar nicht. Zum Glück kommen die ganze Zeit diese Viecher. Weil ich glaube, es gibt sogar eine Mission, wo man die... Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Sehr gut. Das heißt, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr werdet später verstehen, weil wir wieder in Yuuzhan sind. Zack. Ich muss echt mal, wenn ich den Part hier fertig habe, gucken, wann ich ihn angefangen habe, weil wir haben jetzt erstmal fast eins und über die Hälfte unserer Zeit ist schon weg. Bullshit. So. Skelett weg. Mann, geht das schnell. Das sind eigentlich keine Gegner, das sind nur so Torwächter, aber manchmal können das sind da Gegner drin versteckt, also das ist random. Und die droppen manchmal ihre Waffen. Also für den Anfang, wenn ihr ganz neu anfängt, ja, sind die Waffen, die diese Skelette da droppen, ziemlich gut. Die sind zwar nicht perfekt, aber die sind schon gut. Jetzt gucken wir mal, wo können wir hin? Hier ist geschlossen. Dann muss ich mich wenigstens nicht entscheiden. Zerrissenes Leder will sich pushen. Okay. Dann mach halt. Na, wie ich es hasse.
Erinnert mich das nächste Mal dran, ohne Scheiß. Die Weißen kommen alle weg. Weg, 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 weg. 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 Obwohl, davon habe ich nicht so viel. Ladungsangriff. Ne, lassen wir mal. Ja, ich habe schon. Blutwalze sollte ich, glaube ich, lassen, oder? Ja, wenigstens die können weg. Weg, weg. Gemachter weg. Kannst auch weg. Ja, das sollte für den Anfang. Gut, da kommen wir auch nicht durch. Tja. Ah, shit. Wenn wir ein bisschen früher da gewesen. Gut, dann gehen wir halt hier durch. Ich glaube, das wäre ein anderer Ausgang gewesen. Das kontrollieren wir mal ganz kurz. Nein. Schade, das wäre ein wichtiger Raum gewesen. Und wie lange braucht es? Bis hier geöffnet ist, können wir nicht sehen. Gut. Wir sind von unten gekommen. Hier ist kein Item, also gehen wir hoch. Gut. Da war irgendwie wieder ein Monster. Ah, da sind sie. Da sind Items. Die nehmen wir. Das freut mich, dass die hier so oft hier auftauchen. Das heißt, da viel von denen und die sind dann komplett weg. In den Usern eigentlich noch oft genug. So, wann ist das geöffnet? Wenn das hier geschlossen wird, ist das hier geöffnet. Und was ist dahinter, bitte? Wahrscheinlich nur nicht. Weil da ist keine Tricks und deswegen jetzt so lange hier zu warten, forget it. Mach ich nicht. Und schon wieder Monster, yay, zerrissenes Leder, los geht's. Ja, das denke ich mir auch. Sorry, Fang, du bist zu langsam. So, dann lasst uns mal da runter. Ready, go! Ich dachte, ich habe ein Item vergessen. Sehr schön, dann sind wir schon mal hier. Da können wir da durch, da müssen wir hin. Gut. Schaffen wir das den Part noch? Wir müssen. Alright, done that. And before we met, I was stuck in another damn crystal. I've been asleep more than 1,000 years of my life. Ah, da. Du weg. Wenn der da ist, dann heißt es, der versperrt was Wichtiges. Na ja, komm, das machen wir jetzt so. Diesmal wird er wahrscheinlich nicht direkt sterben, weil ich ihn nicht in Schock gesetzt habe. Aber es geht immerhin schneller, als jetzt irgendwie dumm rumzumachen. Gott, hat das viel abgenommen. Okay, das war's. Yep. Gut. Können wir da durch? Hier gibt es eine Cybertruhe. Da können wir noch nicht durch. 1500 Gil. Krank. 1500 Gil. Gibt euch. Rich Bitch. So, da hinten ist auch noch ein Item. Hier, da, weg da. Diese Mucke ist einfach krank. Da können wir nicht durch, war klar. So, nochmal. Boah, und sein Vater. Gut. So. Jetzt. Hier runter. Dann können wir da durch. Gar nicht.
Darüber. Hier, da haben wir es. Diese Dinger müsst ihr... Ja gut, die verschwinden einfach. Diese Dinger müsst ihr zuerst finden. Aber Lightning kann's. Zack. Easy as that. So, hier müsst... Nein, kein Item. Okay. Aber... Ja gut, das habe ich vergessen. Passt. Auf jeden Fall 14 Uhr gleich. Krank. So. Alles klar. Hoffentlich verpeile ich hier nicht, Wichtiges mitzunehmen. Das kann ab und zu mal passieren. Unbewertete Totenkopf, sehr gut. So. Wenn ihr normalerweise in solche Ruinen kommt, macht das nicht. Bei Lightning Returns, warum nicht? Alright. Und noch eine. Ah, wir sind schon hier, krank. Das hier wird jetzt eine Mission in einer Mission. Ich erkläre es euch ganz kurz. Ihr müsst eigentlich dadurch, aber um dadurch zu kommen, müsst ihr erstmal hier durch. Um hier durchzukommen, braucht ihr, und hier auch durchzukommen, braucht ihr so diese vier Dinger da. Und die kriegt ihr aber in diesen geschlossenen Kammern von den ganzen anderen Ruinen, die auf dieser Map verteilt sind. Ungefähr verstanden? Ja? Gut. It looks like you've reached your destination. There's an unbelievable source of energy radiating from behind that door. Yeah, you don't have to tell me twice. I can feel it from here. You think it's the power of the Clavis? It seems likely. The reason that you can feel anything light is because the Clavis reacts to the Savior. So, it wants me to come in and say hi. I get it. But this door doesn't seem to agree. It's stuck shut. Yes. It's protected by a particularly nasty seal. My analyses suggest that the key to undoing this seal is hidden in the murals. There are three murals within this ruin which describe the true story of the gods. Only one who has seen them with their own eyes and has understood the truth of the gods will be able to pass through that great gate, the sacred gate, to reach the Holy Clavis. Three murals, huh? Somehow, I don't think a little art appreciation will be all I need to get that clavis. Well, the good news is, I know where the murals are. To see them all, you'll have to visit three galleries that are located elsewhere in the ruins. Of course they are. Genau, hyped. Also, Lightning ist genauso hyped wie ich, ihr wisst es. So, jetzt hat Fang auch ihren Teil dazu gesagt. Müssen wir hier noch weiter? Also da kommen wir nicht durch, da kommen wir nicht durch. Wir können da unten hin und dann dadurch. Da ist schon mal der erste. Das machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt noch. Ich will so viel in einem Part schaffen wie möglich, damit wir am Ende gut chillen können und sagen können, wir machen jetzt das, worauf wir selbst Bock haben. So. Freestyle. You know? Das finde ich voll fresh, wenn man so hier so runterslidet. Ah. Wie hat der mich nicht sehen können? What the hell? So, sind wir jetzt richtig? Wir sind richtig. Da ist zwar noch ein anderer Ausgang, but who cares? Mann, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Gut, hier scheint... Ah, da, sehr schön. Ja, die brauchen wir für da vorne, toll. Ich dachte, den können wir für uns behalten. Was ist da? Da ist auch noch was. Nein, das ist hier. Da ist zu gut.
Da komme ich nicht durch. Was ist hier? Nichts Wichtiges. Hier ist das. Hier ist dieser Durchgang zu dem anderen. Da kommen wir darüber, aber wir müssen jetzt erstmal. Das ist jetzt ein bisschen wichtiger. Kleines bisschen. Da, noch eins. So. Genau diese Mission hier. Ich erkläre es euch kurz, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Das ist ein kleiner Roboter, der seit Jahren seine Freunde sucht. Er wurde ein Kumpel halt, das sind so Ruinforscher, wie man die jetzt auch nennt, Archäologen, weiß ich nicht. Und er wurde in dieses Ding da gesperrt und seine Freunde sind auf der anderen Seite und er kriegt diese Tür aber nicht auf. Und wir sollen ihm helfen, dass er nach diesen, weiß ich nicht wie vielen Jahren, diese Tür aufkriegt und zu seinen Freunden gehen kann, damit er ihnen sagen kann, ihm geht's immer noch gut. Haben wir eigentlich genug von den Energieeinheiten? Bhakti heißt er. Gut. Noch eins. Und das hätten wir eigentlich woanders herkriegen können, wenn ich da zuerst reingegangen wäre. Dammit. Und zwar in diese Ruine, wo ich gesagt habe, da müssen wir noch nicht rein. Ja, mach's auf. Ah, wir haben drei Stück. Krank. So, den Kaktor da oben, den aktivieren wir kurz. Ah ne, da ist ja gar keiner. Der ist auf der anderen Seite. Gut, hier gibt es aber keine Energieeinheit. Deswegen schnell wieder runter. Verpiss dich. So. Ja, so rum. Schnell, schnell, schnell. Auf die scheißen wir jetzt mal. Ist hier offen? Ja, hier ist geöffnet. Noch einer. Sehr schön. Da hinten ist das Ding, wo wir hin müssen. Und hier komme ich nicht rüber. Sehr gut. Keine Energieeinheit. Nichts. Alright. Ja, ich weiß, hinter uns Monster. Wer hat es gerade erst geöffnet? Das wäre krank. Goldstaub. Noch ein Krux. Mann, ist das krank. So, und jetzt hierhin war da nicht ein... Ja, das haben wir hier, so. Nummer 2. Alright, dann dead. Da geht's wieder raus, aber wir gehen jetzt erstmal hier rein. Das ist viel wichtiger. So. 15:10 Uhr, sehr schön. Ich mach das dann so, ich gebe euch die Cutscene und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Danke fürs Zuschauen. The Blue Gangster... is out. Peace, YouTube world. Now, I don't want to sound like I'm complaining, but I don't see any kind of mural around here. What's the story? How disappointing. This is certainly the spot, but it seems that you'll have to activate the mural before we can view it. The device is missing a key component. The tablets, that's what you need. Find them and we should be able to activate the device and display the mural. Okay, so tell me about these tablets. Can we find them in the ruins? No, afraid not. But I know where we can find them. There are three shrines out here in the desert. Don't know who built them or why. All we know is what the ancients called them, the Shrines of the Tablets. Right. Sounds like the place to look. I guess you really do know a lot about this desert. Hey, you think we bandits were just twiddling our thumbs out here? If you want to go back out into the desert to search for the tablets, it'll be quickest to use one of the shortcuts to the surface to get out of the ruins.